So, hallo. Heute mal wieder ein neues Video von mir. Heute ist die Vorstellung der Sachen, die ich mit nach Kreimüritz nehmen werde. Im Voraus, es kann sein, dass die Pyrokatzen hier mal durchs Bild laufen, wie der Schwarze jetzt gerade. Also, wieder mal runter. So, ja, jedenfalls, ich werde dieses Jahr nur Batterien mitnehmen. Von Leslie und von Vico. Zwei Cassiopeia sind da noch dabei und eine Heron Cake 15. Das sind so die Reste. Das ist auch gleichzeitig Entschuldigung, das ist auch gleichzeitig mein Einkauf von Silvester. Ich habe diese Sachen in den Discountern erworben und ja, die sind eigentlich rein nur für Kreimüritz gekauft worden. Und ja, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dieses Jahr soll es ja so sein, dass man nicht mehr ganz so viele Sachen mitnehmen darf. Ja, jeder, der letztes Jahr dabei gewesen ist, weiß, dass es da ziemlich eskaliert ist. Und dass auch viele Leute sich nicht an die Regeln gehalten haben, die halt Feuerwerk aus Polen oder aus was für Ländern auch immer dort geschossen haben, was jedenfalls nicht Cat 2 war oder Cat 1. Diesen Leuten haben wir es halt jetzt zu verdanken, dass es so ist. Oder dass es dann vielleicht sogar, wie einige ja schon munkeln, dass es ganz abgeschafft wird, dieses Pfingstfeuerwerk in Kreimüritz. Ich hoffe, dass dieses Jahr die Leute sich an die Regeln halten. Wir machen das auch. Ich werde dieses Jahr mit Maeve Barth wieder dorthin fahren, genauso wie letztes Jahr. Und dann werden wir Pyroherz dort treffen. Und ja, werden wieder ordentlich was wegknallen. Also ist nicht ganz so viel wie letztes Jahr. Eher größere Kaliber, sage ich mal so. Also nur Batterien. Vielleicht kommen noch ein oder zwei Bombenrohre dazu. Raketen werde ich dieses Jahr nicht mitnehmen. Ich habe zwar noch ein paar Sets, aber nein, Raketen werde ich nicht mitnehmen. Weil es war eigentlich so gedacht, dass ich zwei große Raketenkartons voll mit Zeug wollte ich dieses Jahr mitnehmen. Aber weil halt letztes Jahr sich einige Leute nicht an die Regeln gehalten haben, müssen wir jetzt mit dieser abgespeckten Version vorlieb nehmen. Ist immer noch recht viel, aber naja. Wir werden dann eine Tasche mitnehmen. Ich habe hier unten die Tasche, da werde ich die Sachen reinpacken. Dann vielleicht noch einen Rucksack für ein paar Kleinigkeiten, aber das war es dann auch. Also das ist eigentlich so das, was ich mitnehmen werde, so die böse Sekretärin und die böse Schwester, das sind Sachen, die wollte ich einfach mal ausprobieren, die kannte ich so vorher noch nicht. Habe ich beim Friesmann erworben, die Sachen, und ja, die Tiger and Dragon ist ja eine umgelabelte Gottschau oder wie die noch einmal heißt. Die Beastmaster ist ein altbekannter. Die Black Ice kennt auch jeder, die Tatjana aus der Sowjet-Shooter-Reihe von Leslie ist auch bekannt, denke ich mal, die Cassiopeia so oder so. Ja, und die Heron Cake 15, da muss ich auch nicht mehr viel zu sagen, die kennt auch soweit jeder. Ja, ich hoffe, das Wetter spielt mit. Momentan ist es herrlich draußen. Wie gesagt, nächsten Samstag ist es in Kreimüritz. Wenn man auf der Wetter-App schaut, scheint es gut zu sein. Zumindest Sonne, kein Regen, das ist die Hauptsache. Und kein Wind. Ja, ich hoffe, dass wir da wieder viele Leute treffen. Und dass auch wieder viele Leute kommen. Aber bitte sage ich jetzt auch nochmal so, ich meine, es werden nicht alle dieses Video sehen, aber die, die dieses Video sehen werden, haltet euch an die Regeln. Ansonsten wird es bald nicht mehr stattfinden, dieses Event. Und ja, es
Wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann wird man immer weiter in diese blöde Schublade gedrückt, wo wir Pyros, sage ich mal so, gerne mal reingeschoben werden oder gedrückt werden. Also haltet euch dran und dann werden wir eine Menge Spaß haben mit den erlaubten Sachen wie Klasse 1 oder T1 und K2. Da werden wir oder haben wir ordentlich Spaß mit und da brauchen wir keine Polenböller und Polenraketen und Polenbatterien und was weiß ich nicht für ein Scheiß. So wie es letztes Jahr von einigen Leuten, auch bekannten Leuten, ich kann es nur wiederholen, also haltet euch an die Regeln und dann werden wir da eine Menge Spaß haben. Gut, das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, wir sehen uns dort und wir werden Spaß haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also bis dann. Tschüss.